Du lässt dir gerade deine Haare lang wachsen und du kommst langsam aber sicher in die Übergangsphase rein, weißt aber aktuell noch nicht so wirklich, was die richtigen Produkte sind für die Übergangsphase, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich weiß, Leute, die Übergangsphase ist und bleibt einfach eklig und meistens dauert die auch tatsächlich länger, als man sich eigentlich vorgestellt hat. Und damit du ein bisschen besser durch die Übergangsphase kommst, habe ich heute 5 Produkte für dich, die mir persönlich in der Übergangsphase sehr geholfen haben und die dir wahrscheinlich auch in der Übergangsphase gut weiterhelfen können. Heute spreche ich über die Top 5 Produkte für die Übergangsphase. Das erste Produkt für die Übergangsphase, absolute Pflicht, ist ein passendes Haaröl. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man sich die Haare lang wachsen lässt, dann nutzt auf jeden Fall ein gutes Haaröl. Und nicht nur dann, sondern auch wenn die Haare irgendwann lang sind und ihr aus der Übergangsphase raus seid, könnt ihr auch weiterhin Haaröl nutzen oder auch, wenn ihr kürzere Haare wieder habt, ein Haaröl stärkt eure Haare und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Denn du möchtest ja deine Haare optimal schützen in der Übergangsphase und auch optimal stärken und dementsprechend kannst du perfekt auf ein Haaröl zurückgreifen, denn gerade in der Übergangsphase ist es ja wichtig, dass deine Haare optimal gestärkt werden. Und außerdem ist es bei den meisten Haarölen zumindest so, dass sie nicht nur gute Inhaltsstoffe haben, sondern auch noch gleichzeitig gut riechen und deine Haare richtig schön geschmeidig machen. Also du hast wirklich richtig viele positive Effekte, wenn du ein Haaröl verwendest. Es gibt verschiedene Haaröle von Avocadoöl, Kokosöl, Jojobaöl oder auch ein Arganöl. Ich persönlich empfehle die letzteres. Das hat bei mir persönlich am besten geholfen und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen für die Übergangsphase. Wo ihr ein gutes Arganöl findet, wisst ihr hoffentlich. Falls nicht, schaut einfach in die Infobox rein und denkt dran, die Übergangsphase ist keine coole Phase, sondern die Übergangsphase ist tatsächlich eine Schonungsphase, eine Wachstumsphase für die Haare, damit sie irgendwann schön lang werden und auch stark sind und versucht in der Übergangsphase wirklich eure Haare so gut es geht zu pflegen und schonend zu behandeln. Denn später, wenn ihr lange Haare haben wollt, ja, dann sollen die auch schön stark sein und ihr habt keinen Bock auf brüchiges Haar oder Spliss, denn dann müsst ihr möglicherweise eure Haare wieder abschneiden. Was ihr in der Übergangsphase auf jeden Fall braucht, ganz sicher, wenn ihr nicht 24/7 mit einer Kopfbedeckung rumlaufen wollt und wenn ihr vor allen Dingen nicht aussehen wollt wie Tingeltangel-Bob oder David Luiz, dann braucht ihr 100% gute Styling-Produkte. Denn gerade wenn ihr eure Haare halt länger werden und länger werden, dann gerade an den Seiten, dann ist es halt so, dann müsst ihr die Haare halt irgendwie bändigen, ansonsten sieht das wirklich vogelwild aus. Und je nach Haartyp und je nach Haarstruktur und je nach Zustand der Haare kann man natürlich auf unterschiedliche Produkte zurückgreifen. Ich habe in der Übergangsphase, gerade als die Seiten so richtig rausgewachsen sind und ich meine Seiten kaum bändigen konnte, habe ich auf ein Haarclay zurückgegriffen und habe manchmal auch dann die Haare noch ein bisschen mit Haarspray so ein bisschen gefestigt. Ich weiß, das sah zwar nicht immer ganz so optimal aus, denn ich habe die dann einfach mit einem Kamm so nach hinten gestriegelt oder nach hinten in Anführungsstrichen geschleimt und das sah dann vielleicht manchmal sogar ein bisschen schmierig aus, aber besser so, als wenn deine Haare wirklich komplett von der Seite her abstehen, denn das sieht gar nicht cool aus. Denn das Abstehen der Haare in der Übergangsphase ist wohl das, was die meisten Leute zu Tode hassen, beziehungsweise was den meisten Leuten hart auf die Eier geht. Deshalb ist es wirklich unerlässlich, dass ihr gute Styling-Produkte habt. Und umso länger die Haare geworden sind bei mir, umso leichter ist nachher auch mein Styling-Produkt geworden, was ich halt verwendet habe. Und wenn du wissen möchtest, welche Styling-Produkte ich persönlich ganz genau verwendet habe, dann schreib es einfach in die Kommentare rein. Dann mache ich dazu einfach nochmal ein gesondertes Video. Beim nächsten Punkt habe ich direkt 2 Produkte zusammengefasst, und zwar Haargummis und Bobbypins. Starten wir jetzt erstmal mit letzteren. Bobbypins, das sind diese kleinen Dinger hier, das sind so kleine Spänkchen und die sind dazu da, damit kannst du halt deine Haare schön wegstecken, wenn hier und da mal Haare rausfliegen. Gerade in der Anfangsphase ist es so, dass du auch die seitlichen Haare, von denen ich gerade eben gesprochen habe, auch irgendwie bändigen musst und irgendwann kannst du auch sagen, hey, komm, egal, ich nehme kein Styling-Produkt mehr, sondern ich nehme Bobbypins, wenn es halt gar nicht mehr geht, dann kannst du halt so deine Haare auch an den Seiten einfach schön wegstecken. Oder auch hinten, wenn zum Beispiel deine Haare nicht komplett in den Man-Bun reinpassen, dann kannst du zum Beispiel auch einfach Bobbypins nehmen, um halt die Haare, die noch nicht lang genug sind, hinten am Nacken zum Beispiel, einfach schön reinzustecken in den Man-Bun, sodass das Ganze halt ordentlich aussieht. Das Gute bei Bobbypins ist, dass es auch Bobbypins in verschiedenen Farben gibt. Heißt, wenn du zum Beispiel braune Haare hast, nimm Bobbypins in der Farbe braun oder wenn du schwarze Haare hast, nimm Bobbypins in der Farbe schwarz, damit das halt nicht ganz so auffällig ist, dass du diese Bobbypins halt gerade in den Haaren stecken hast. Und ich habe jetzt Bobbypins und Haargummis zusammen in diesem Punkt reingepackt, denn wenn du dir gerade Man-Bun bindest, also ein Haargummi verwendest, dann verwendest du anschließend halt auch direkt die Bobbypins. Und zum Thema Haargummis möchte ich noch kurz was sagen, denn Haargummis sind echt extrem wichtig, gerade in der Anfangsphase. Ich habe ja eben gesagt, es ist super wichtig in der Übergangsphase, dass deine Haare so gesund wie möglich sind und dass du deine Haare so gut es geht schonst. Dementsprechend empfehle ich dir auch zu Anfang Haargummis zu verwenden, die nicht so ganz fest sind. Also such dir Haargummis aus, die nicht so viel Zug auf deine Haare ausüben und binde deinen Man-Bun auch nicht ganz so streng fest.
den Fehler habe ich nämlich gemacht, sondern versuch wirklich ganz vorsichtig mit deinen Haaren umzugehen, gerade beim Binden. Und gerade auch wenn du zum Beispiel sehr, sehr feine und sehr dünne Haare hast, dann macht es ja gar keinen Sinn, ein richtig stabiles Haargummi zu nehmen, was deine Haare richtig zusammenzieht, weil dann können deine Haare möglicherweise auch wieder abbrechen. Wenn du etwas stabilere Haare hast, also etwas kräftige und etwas dickere Haare hast, dann kannst du natürlich auch ein etwas stabileres Haargummi verwenden. Aber ich würde einfach vorschlagen, probier dich da einfach aus und schau, was angenehm für dich ist. Viertes Produkt heißt Bye Bye Baby Hair. Und Leute, als ich dieses Produkt gesehen habe, als es auf den Markt gekommen ist, habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Firma, die das Produkt auf den Markt gebracht hat, die hat möglicherweise mein Video gesehen. Denn ich habe vor, ja, ich würde mal sagen, ungefähr vor einem Jahr ein Video gemacht, wie ich meine Babyhaare bändige. Und zwar mit einer Zahnbürste und mit einem Haarspray habe ich das damals gemacht. Und dann kam irgendwann dieses Produkt raus, Bye Bye Baby Hair. Das ist so eine kleine Bürste, sieht aus wie so eine Wimperntusche, ja, heißt das so? Ich glaube wohl Wimperntusche. Und vorne ist halt so eine klebrige Paste, so eine Art Haarspray dran und mit dieser kleinen Bürste vorne bürstest du deine Babyhaare einfach weg. Dieses Produkt ist einfach so gut, weil es einfach ein Problem löst. Du hast halt das Problem, dass hier und da mal Babyhaare rausfliegen. Auch später, wenn du zum Beispiel jetzt wie ich sehr krause Haare hast und den Man-Bun machst, dann fliegen hier und da einfach mal Haare raus und dieses Produkt löst dieses Problem einfach perfekt, denn du kannst, wenn du mit der Bürste einfach über deine Haare, die abstehen, einfach rüberbürstest, die verkleben sich dann einfach mit den anderen Haaren und dann sieht das Ganze wirklich super ordentlich aus. Und deshalb ist dieses Produkt nicht nur gut für die Übergangsphase, sondern auch für später. Wenn du zum Beispiel sehr krause Haare hast und einen Man-Bun tragen möchtest, zum Beispiel wie ich, dann hilft dir dieses Produkt einfach, deinen Man-Bun wesentlich ordentlicher aussehen zu lassen. Ich persönlich hatte am Anfang erst ein paar Probleme, diese Bürste zu verwenden, beziehungsweise dieses Produkt Babyhair zu verwenden, weil die Bürste sich so ein bisschen in meinen Haaren verfangen hat. Falls du auch das Problem hast, frage einfach eine zweite Person, die dir helfen kann. Ansonsten mit ein bisschen Übung kriegst du das dann irgendwann auch selber hin. Mittlerweile schaffe ich das auch. Ich habe es schon angesprochen, die Übergangsphase ist eine Wachstumsphase, beziehungsweise eine Erholungsphase für die Haare und in dieser Phase möchte man halt die Haare so gut es geht pflegen und schützen, damit sie schlussendlich auch stark und gesund sind. Und das nicht nur von außen, sondern auch von innen heraus. Und deshalb empfehle ich dir zusätzlich auch noch Nahrungsergänzungsmittel zu benutzen. Und vor allem dann, wenn du zum Beispiel sehr dünne Haare hast oder sehr feine Haare hast oder grundsätzlich das Gefühl hast, dass deine Haare nicht ganz so schnell wachsen. Und renn jetzt nicht in irgendeinen Drogeriemarkt und kauf dir irgendwelche Brausetabletten mit Vitamin D, sondern schau wirklich, dass du gute Nahrungsergänzungsmittel hast, die zum Beispiel Biotin oder Zink enthalten, die tatsächlich deine Haare von innen heraus unterstützen und das Haarwachstum möglicherweise auch ein bisschen dementsprechend stärken. Also Leute, ich drücke euch allen da draußen ganz fest die Daumen, dass ihr diese eklige Phase, diese Übergangsphase so schnell es geht übersteht und dass ihr mit diesen Produkten, die ich euch heute in diesem Video vorgestellt habe, euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich verlinke ein paar Produkte, falls ich da welche gefunden habe, hier unten natürlich in der Infobox. Und wenn ihr nochmal wissen möchtet, welche Styling-Produkte ich explizit in der Übergangsphase genutzt habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, teilt das Video mit euren Freunden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.